Dann wollen wir mal schauen, wo wir die anderen Eingänge, wo wir die anderen Generatoren finden. Und ich frage mich, dass keiner hier... Also theoretisch, wenn das die Basis ist hier, muss da das jemand mitgekriegt haben hier, oder ist die Basis unbewacht? Da hinten ist eine Leiter. Ich bin ja gespannt. Anscheinend kann ich hier ganz sachte langlaufen. Aha, alles klar. Das sieht doch schon gar nicht mehr so unbewacht aus hier. Ein Motorboot auf einer verlassenen Insel kommt doch sehr seltsam. Wie komme ich darüber? Die Generatoren sind dahin. Ich hacke das Tor. Natürlich ist genau dahinter eine Kamera. So, da haben wir den nächsten Generator gehackt. Und ich weiß auch schon, wie ich da hinkomme. Und zwar ganz einfach per Kran. So. Kann ich einfach reinspazieren? Ja, kann ich. So, ein. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermasle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite. Okay. Was kann ich mit so einer Kamera machen? Okay, das hab ich nicht umgebracht. Ist die Frage, wie komme ich an die letzte Station ran? Das ist natürlich... Ich finde auch die Mucke gerade ziemlich cool. Ich frage mich, warum so eine Mucke bei sowas abgespielt wird, aber... Ich finde sie cool. Komme ich hier rein? Nee.
Wo kam ich denn her? Hier kam ich her, gell? Genau. Ach Quatsch, warte mal, ich nehme einfach das Boot. Leute, so war das nicht geplant. Wegen Reifen komme ich da nicht hoch. Okay, ich komme auch so nicht hoch. Ich muss nicht komplett weg von den Reifen, das wäre natürlich eine Option. Moment, was ist das denn? So, wir gehen mal da hoch. Ach, sieh mal an, da ist ja eine Brücke, klar. Über Brücken kommt man bekanntlich auf andere Grundstücke drauf. Aha, siehst du mal. Aber hier komme ich nicht lang. Achso, achso. Ich muss draufklettern. So, jetzt wieder nach oben. So, nach oben. Nach oben. Und tata. Ich bin drinne. Finden Sie mit Hilfe des Profilers einen Weg, den Generator zu erreichen. Theoretisch müsste ich da drüben hoch. Aber ich sehe gerade, da gab es auch eine Tür. Ah, das ist da.
Oh, geht auch so. Okay, gut. Dann halt. So. So. Sollte reichen. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Ist es wirklich so sicher gewesen, wie Clara denkt? Ich glaube, dass wir gleich einen ganz bösen Fund machen, wenn wir wieder auftauchen. Und zwar schon Clara das Gesicht, aber ich glaube eher so in Verbindung mit Pistolen. Es ist nämlich bis jetzt viel zu einfach verlaufen dafür, dass wir so viel Krach gemacht haben. Genau sowas habe ich mir gedacht. Home sweet home. Hm. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Sowieso natürlich den Strom, da habe ich gerade noch was liegen sehen. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom im Bunker. Ach, da oben. Ich glaube, das wird jetzt sehr böse. Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Kannst du das Licht anmachen? Na dann viel Glück. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns ja ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi Freeman Bezirk. Viceroy Territorium. Alles fertig, bis du zurück bist. Kameras vom Netz getrennt. Wir haben den ganzen Bunker jetzt für uns sozusagen. Das ist unser Hauptquartier jetzt. Nanu.
einzuziehen. Sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Das will man hoffen. Und an dieser Stelle, meine Freunde, würde ich... Jetzt mal ohne Mist. Ich brauche jetzt CTOS-Netzwerk zu können. Jetzt mal ohne Mist. Wie kommt dieses Auto jetzt hierher? Das ist doch... Ich raff das nicht. Hier stehen 1000 neue Autos. Also 1000 vielleicht nicht, aber hier stehen einige neue Autos. Aber dennoch war hier ewig keiner da. Das ist entweder ein ziemlich... nerviger Song. Entweder ein ziemlich... schlecht gemacht vom Spiel, oder... So. Da sind wir. Und... Hallo, Freunde. Und dann würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Mit diesem turbo-schicken Auto geht's dann zur neuen Mission. Sieht echt cool aus. Turbo. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich... zwischendrin fast mal kollabiert wäre vor Stress, hat es doch ganz viel Spaß gemacht. Wir haben einen coolen Bunker entdeckt und jetzt leiste ich mir noch einen kleinen Spaß mit der Brücke, bevor es abgeht, dann... Go, go, Brücke! Achso, das ist eine normale Brücke. Schade. Komm, irgendwas leiste ich mir jetzt noch. Moment, was kann man denn machen hier? Was könnte ich mir denn für einen Spaß leisten? Ich hab keine Ahnung. Das sah gut aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bandrobber. End the Belicious Science. 1965. Oh mein Gott, mein Englisch.